Bonjour et bienvenue. In diesem Video machen wir weiter mit Unabhängigkeit von Ereignissen und unsere Aufgabe heute lautet: Eine Urne enthält 4 grüne und 7 gelbe Kugeln. Eine andere 2 grüne und 9 gelbe Kugeln. Da habe ich hier so interpretiert: Die erste Urne mit 4 grüne und 7 gelbe, zusammen 11 Kugeln. Zweite Urne, 2 grüne, 9 gelbe, zusammen 11 Kugeln. Und aus jeder der beiden Urne wird eine Kugel gezogen. Wie lautet eine Unabhängigkeitsannahme und wie ist diese zu begründen? Okay, was hier wichtig zu verstehen ist, diese Unabhängigkeitsannahme. Das hier. Unabhängigkeitsannahme hier bedeutet, dass zum Beispiel ein Ereignis A hat keinen Einfluss auf ein anderes Ereignis B. Das heißt, die Ereignisse sind hier komplett unabhängig. Und natürlich haben wir das schon in unseren Folgevideos gesehen. Das würde auch hier noch bedeuten, wenn man das schreiben würde: Die Wahrscheinlichkeit von A und B gleich hier die Wahrscheinlichkeit von A mal die Wahrscheinlichkeit von B. Alle beide getrennt. Und das ist hier auch stochastisch Ereignis oder so. In unserem Fall hier stimmt es auch. Unabhängigkeit 1 Annahme, okay, trifft zu, da der Zug einer Kugel aus dem einen Urne keinen Einfluss drauf hat, welche Kugel aus dem der andere Urne gezogen wird. Also zumindest nicht gesagt. Es ist hier nicht gesagt, ob der Zug aus einer Urne einen Einfluss auf der andere hat. Okay. Deswegen werden wir hier zu begründen, dass der Zug eine Kugel aus einer Urne keinen Einfluss drauf hat, welche Kugel aus der anderen Urne gezogen wird. Ob es grün oder gelbe, hat gar keinen Einfluss drauf. Wir wollen jetzt wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass beide Kugeln grün sind. Also wir haben hier, können wir sehen, wir haben 4 grüne in der ersten Urne und 2 grüne in der zweiten Urne. Wenn wir hier die Wahrscheinlichkeit so schreiben, sagen wir so P von grün auf der ersten Urne, sagen wir P1, so wie gesagt, P1, okay, das wäre grün aus der ersten Urne, schauen wir so, grün aus erste Urne. P1 hier wäre 4 von 11 Kugeln, wäre 4 Elftel. Und P2 grün aus zweite Urne, wäre hier 2 von 11 Kugeln. Die Annahme hier unabhängig ist, dann führen wir denn diese Formel hier. Die beide hier würde dann bedeuten, wenn wir diese Wahrscheinlichkeit wissen wollen, das wäre P von grün aus den ersten und grün aus den zweiten. Das wäre dann hier P grün 1, so mal zu sagen, mal P von grün 2, auch der zweite Urne. Das ist, was wir hier vorher gesagt haben. Das ergibt hier 4 Elfte mal 2 Elfte. Das ist 821. Das bedeutet, diese Wahrscheinlichkeit, dass wir hier suchen, P grüne aus der ersten Urne und grüne, das ist eine Unsituation, dass zwei Kugeln hier sind gezogen. Grüne 2 aus der zweiten Urne wäre denn, wenn man das zusammenrechnet, 6,6%. Drittens, die Urne-Inhalt werden zusammengefügt, okay, und mit zurücklegen wird dreimal gezogen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind alle drei Kugeln grün? Zusammengefügt, das bedeutet, dass wir hier jetzt in Urne 1, machen wir so, plus Urne 2, sind zusammengefügt in eine Urne und ergibt hier 22 Kugeln. Wir haben hier 22 Kugeln
in diese Gesamt ohne. Schreib mal so. Okay. Und jetzt wird 3 gezogen, dreimal gezogen, mit zurücklegen. Und wir wollen wissen, welche Wahrscheinlichkeit wir haben, dass alle 3 grün sind. Hier erstmal werden wir sagen, wir haben insgesamt 6 grüne Kugeln und 16 gelben und 16 gelbe zusammen. Wenn wir hier 3 ziehen, die Wahrscheinlichkeit, eine grüne zu haben in dem Fall, wäre 6 aus 22. 6 von 22. Wenn wir zurücklegen und wieder ziehen und wollen, dass die zweite Kugel auch grün ist, dann werden wir das gleiche immer von 22 ziehen, weil wir zurückgelegen haben und wollen nur grün haben. Und dreimal werden mal 6 nochmal. Das ergibt hier 36, 6, 1, 216 hier. 10.648. Ich hoffe, dass es korrekt ist. Ja. 10.648. Okay. Das ist hier ungefähr 2%. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle 3 Kugeln grün sind. Okay. Wir sehen auch in dieser letzte hier, dass die Annahme unabhängig ist. Und solange die Annahme abhängig ist, dann kann man nur noch multiplizieren, weil das bedeutet, der Zug eine grün auf der ersten Zug hat gar nichts zu tun mit dem zweiten oder mit dem dritten. Auf jeden Fall wird zurückgelegt. Das heißt, ob wir grün am Anfang, also am ersten Stelle oder am zweiten Stelle oder am dritten Stelle ziehen, hat gar keinen Einfluss auf den ersten, zweiten und dritten und so weiter und so fort. Deswegen, weil die unabhängig sind, müssen wir die zusammen multiplizieren. Und natürlich, das ist hier, es ist dreimal unter denselben Bedingungen. Ja? Das heißt, jedes Mal wird 22 Kugeln in der Urne sein. Jetzt hier erstmal, erster Zug haben wir 6 von 22, legen wieder zurück und wollen ein Grün haben. Dann ziehen wir, da wir nur 6 Grün haben, natürlich werden wir von 6 grünen Versionen, von 6 grünen zu haben, aus 22 in der Ebene wieder. Und so dreimal. So, merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.